Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von A Hug in a Cup hier auf dem Barmer YouTube-Kanal. Mein Name ist Jasmin und heute sprechen wir über das Thema Achtsamkeit. Und außerdem wollen wir ein paar internationale Wellness-Trends und Begriffe unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Jasmin vom Kanal Jasmina und ich arbeite seit vielen Jahren selbstständig als Bloggerin, Autorin und Fotografin. Seit fast über einem Jahr arbeite ich an meinem dritten Buch über das Thema Achtsamkeit und die meiste Zeit davon saß ich ehrlich gesagt vor einem leeren Bildschirm oder vor einem weißen Blatt Papier. Ich bin dazu gekommen, weil ich eine sehr stressige Phase in meinem Leben durchgemacht habe und einfach nach Halt und neuen Techniken gesucht habe. Ja, und dann hat sich auch irgendwie das Hochstapler-Syndrom breit gemacht und über Achtsamkeit zu schreiben kann wirklich ganz schön stressig sein. Ich glaube, Achtsamkeitsexpertin wird man auch am ehesten durch ganz, ganz viele Selbstexperimente und Stolpersteine, wenn mal irgendwas nicht so gut läuft und man eben ja ein Tief oder eine stressige Lebensphase überwinden muss. Ja, und genauso war das auch bei mir und aus all diesen Ideen und Inspirationen ist schließlich auch A Hug in a Cup entstanden. Eine hoffentlich gemütliche Teestunde mit euch und ganz viel Inspiration rund um das Thema Achtsamkeit. Gemeinsam mit der Barmer möchte ich euch meine liebsten Techniken und Strategien für mehr Gelassenheit im Alltag vorstellen. Frei nach dem Motto One Step at a Time oder eben auch mit jeder Tasse Tee ein bisschen glücklicher und hoffentlich auch gesünder. Kurz und knackig, verständlich für jeden und ohne große Mühe einfach umzusetzen. Ich glaube, ihr ahnt, was jetzt kommt. So einfach ist es leider nicht. Es folgt keine Pointe, sondern die Realität. Der Weg ist das Ziel. Konfuzius war ein ziemlich schlauer Typ und das hat wirklich nicht nur T-Shirt-Spruchqualität, sondern ist tatsächlich ein sehr guter Tipp. Es mag ein wenig abgedroschen klingen, aber Geduld, Kontinuität und Gelassenheit sind der Schlüssel zum Glück und zum Erfolg. Und vielleicht auch die Tatsache, dass wir uns von dem Buzzword Achtsamkeit ein wenig entfernen müssen. Denn was ist das überhaupt? Ich übersetze das für mich am liebsten mit gesunde Aufmerksamkeit. Und die Quintessenz davon ist, dass wir einfach den Fokus ganz bewusst auf Dinge in unserem Leben lenken wollen und sollen. Und da fängt die Reise dann auch an und ich würde sagen, wir legen gemeinsam los. Und wenn wir schon beim Thema sind, Achtsamkeit ist vor allem auch im digitalen Raum ein richtiges Buzzword geworden. Auf Social Media und Co. verbinden wir das zwar auch mit Gemütlichkeit, aber vor allem auch mit Lichterketten, stylischen Kissen und perfekt sitzenden Haaren. Und genau deshalb möchte ich heute mit euch meine persönliche Definition von Achtsamkeit teilen und auch noch von ein paar anderen Wörtern und Wellness-Trends. Ich weiß, YouTube ist ja ein sehr visuelles Medium, aber wir möchten einfach hier ein bisschen hinter die Kulissen dieser Wörter schauen. Slow Living muss nicht langsam sein. Self-Care ist nicht immer ein langes Schaumbad. Hygge geht auch ohne Lichterkette. Minimalismus ist auch etwas für Leute mit vollem Kleiderschrank. Und Lager muss man gar nicht erst ins Deutsche übersetzen. Die Idee der Achtsamkeit kommt aus dem Buddhismus, sie kommt aber auch wunderbar ohne jede religiöse Praxis aus. Achtsamkeit ist quasi das Gegenteil von Autopilot, also nicht mehr einfach nur machen, multitasken und double screen, sondern ganz bewusst im Moment leben. Das heißt, wir beobachten unsere Umgebung, wir beobachten, was in uns drin vorgeht, ja, und bekommen dabei einfach alles mit. Aber Achtsamkeit spielt sich nicht nur im Kopf ab, es ist etwas wirklich Sinnliches. Wir erleben uns, unsere Welt, alles, was um uns herum geschieht, wirklich mit allen Sinnen. Wir sehen, fühlen, hören, riechen und schmecken. Und unsere Eindrücke können positiv, negativ, aber auch einfach neutral sein. Gefühle und Gedanken sind flüchtig und unbeständig. Jeder Mensch hat ungefähr 60.000 Gedanken pro Tag. Das macht 22 Millionen im Jahr. Und wir müssen einfach nur lernen, diese zwar zur Kenntnis zu nehmen, aber ja nicht ständig zu bewerten und vor allem nicht überbewerten. Denn ja, das kann die Stimmung manchmal wirklich ganz schön runterziehen.
Achtsamkeit bedeutet also vor allem, die eigene Aufmerksamkeit ganz bewusst zu lenken und heißt nicht wirklich immer das, was Instagram uns so suggerieren mag. Viele der bekannten Begriffe aus dem Themengebiet Entspannung und Gelassenheit kommen übrigens aus dem skandinavischen Raum. Dort hat das ganze Thema eine ja ganz andere Tradition und ist sogar in der Erziehung richtig doll verankert. Ich glaube, der wohl bekannteste Begriff, den ihr bestimmt auch schon mal gehört habt, ist Hygge. Und dieser Begriff kommt nicht aus dem dänischen Raum, wie man meistens annimmt, sondern ursprünglich sogar aus Norwegen. Der Begriff bedeutet so etwas wie das Wohlbefinden. Hochsaison für dieses Lebensgefühl ist die Weihnachtszeit, natürlich, aber die Dänen praktizieren Hygge tatsächlich das ganze Jahr. Es beschreibt am besten ein allgemeines Streben nach Behaglichkeit, Intimität und Vertrautheit. Und deswegen gehört auf jeden Fall eine gemütliche Umgebung mit ganz viel Kerzenschein und vor allem das Beisammensein mit den lieben Freunden und der Familie dazu. Und ich glaube, deswegen passt hier auch am besten dieses Bild, das wir von Instagram haben, weil eine super gemütliche Wohnung da wirklich sehr, sehr wichtig ist. Das Wort Lagom war wohl die wichtigste Vokabel, die ich in meinem Schwedischkurs vor vielen, vielen Jahren gelernt habe und vermutlich sollte ich sie deshalb besser aussprechen können. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr besonderes Wort, denn es beschreibt das schwedische Lebensgefühl extrem gut und man kann es nicht richtig übersetzen. Also es gibt keine 1:1 Übersetzung. Ich probiere es für euch natürlich trotzdem gerne mal. Und zwar heißt es genau im richtigen Maß, also so die ideale Mitte. Kein Exzess, aber auch keine Enthaltung. Ja, ein sehr natürlicher und erstrebenswerter Zustand. Wirklich extrem inspirierend, wie ich finde. Eine weitere sehr wichtige Inspiration für A Hug in a Cup war der Begriff Fika. Und das bedeutet so viel wie die Unterbrechung einer Tätigkeit, um mit Freunden und Familie zusammenzukommen. Ja, und um dann ein gemütliches Heißgetränk zu sich zu nehmen, wie zum Beispiel ein Kaffee oder eben auch ein Tee. Dabei ist gar nicht mal so wichtig, was man isst. Es geht wirklich vor allem um das Beisammensein und darum, eine Pause zu haben und diese zu genießen. Und genau deshalb zählt eine Kaffeepause vor dem Laptop auch definitiv nicht. Ja, das ist wirklich ein Lebensgefühl und extrem wichtig in der schwedischen und finnischen Kultur. Und es ist auch die Gegenbewegung zur klassischen Busyness, also ständig beschäftigt sein und sich darüber extrem zu definieren. Und hier besinnt man sich eben auf die schöne Pause und auf die kleinen Dinge im Leben. Und zu guter Letzt Lücke, ein dänischer Begriff. Das steht für das Streben nach dem Ziel, glücklich zu sein und ist ganz, ganz eng mit dem Begriff Hygge verzahnt. Unsere mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie unsere körperliche Fitness und deswegen ist es extrem wichtig, Stress zu reduzieren, um uns einfach wohler fühlen zu können und damit auch was Gutes für unsere Gesundheit zu tun. Habt ihr euch auch schon mal bewusst mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt oder seid ihr eher so Team einfach machen? Mich würde auch interessieren, ob ihr bereits die ganzen Begriffe schon mal gehört habt, wie Lücke und Hygge und Co. Wenn ja, könnt ihr mir gerne dazu einen Kommentar unten dalassen. Ansonsten freue ich mich, mit euch ganz, ganz bald mehr über verschiedene Achtsamkeitstechniken zu sprechen, Meditation, Atemübungen und auch Dankbarkeitslisten und Co. Falls ihr dazu noch Wünsche habt, wie gesagt, auch immer gerne her damit. Ich treffe mich mit euch unten in den Kommentaren und dann sehen wir uns ganz bald wieder hier auf dem Barmer YouTube-Kanal. Bis dahin, tschüss!